Howdy ho, hier ist wieder Aquifel mit dem nächsten James Bond Film Moonraker. Moonraker ist für mich so ein ganz besonderes Erlebnis als durchaus Bond Fan gewesen, weil ihr werdet sehen, vieles für mich hier kurioserweise gar nicht so sehr wirklich passt. Erstmal natürlich kurz zu der Story. Die ist, und da muss ich kacke dreist sagen, fast schon für mich ein Remake von Der Spion, der mich liebte. Für sich gesehen vielleicht gar nicht schlimm. In Retrospektive natürlich sehr ärgerlich, weil Der Spion, der mich liebte, nun der Film direkt vor Moonraker war. Und ja, man hat einfach prinzipiell denselben Plot wieder genommen. Dieses Mal werden keine U-Boote entführt, sondern ein Moonraker-Shuttle. Das ist ein Shuttle, das soll halt quasi Richtung Mond fliegen können und quasi auch wieder in die Erdatmosphäre eintreten können und das quasi wirklich dann landen können. Das ist ja meistens das Problem, landet sowas wieder, kann man es nicht unbedingt wiederverwenden. Und Moonraker-Shuttles können das. Doof nun, dass die Briten da unterwegs sind und das transportieren sollen und das wird ihnen dann einfach mal geklaut. Scheint zerstört worden zu sein, aber man findet halt keinen Hinweis drauf und spekuliert, dass ihnen das geklaut wurde. Und natürlich soll James Bond, immer noch gespielt von Roger Moore, das jetzt hier aufklären. Ja, fangen wir von vorne an. Opening Credits sind gut gemacht. Kann man absolut nichts kritisieren. Die Dings, der Titeltrack Moonraker, ähnlich, vielleicht auch schon wieder das Schlimme, ähnlich wie bei The Spy Who Loved Me, das Nobody Does It Better, ein bisschen romantischer, mit mehr Sehnsucht vorgetragen. Cooler Song, halt auch recht ähnlich wie der davor, was diesen Eindruck von, man hat einfach hier ein Remake gedreht, nochmal verstärkt. Ja, dieser Remake-Angelegenheit liegt für mich persönlich auch das große Problem. Wir haben hier, ich muss jetzt auch mal gucken, Michael Lonsdale als Sir Hugo Drax, der dieses Shuttle entwickelt hat. Und ja, Spoiler ahead, der plant halt wirklich, die Welt zu vernichten mit Hilfe des Giftes, was er aus einer seltenen Orchidee gewinnt. Will seine Leute, seine genetisch speziell trainierten und eingestellten Super-Aria-Viecher-Gedöns mit auf seine getarnte Space-Station nehmen und das Gift dann auf der Erde freilassen. Das Gift tötet natürlich nur Menschen und keine anderen Pflanzen und keine Tiere und der sieht sich wie so ein moderner Noah. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe bei Der Spion, der mich liebte, die Motive, so größenwahnsinnig und böse sie sein mögen, sind nachvollziehbar, was Drax an sich interessant macht. Aber ich muss sagen, Kurt Jürgens durfte sich von der Kritik ein bisschen Shit anhören, dass er mehr Drive hätte vertragen können. Und ja, Michael Lonsdale, also wenn man sagt, Kurt Jürgens hatte keinen Drive, Michael Lonsdale rennt da so verkniffen die Hälfte der Zeit rum und wirkt, als ob er permanent kacken müsste. Will ihn jetzt hier persönlich nicht kritisieren, aber das hatte auch keinen Drive. Und auch wenn er auf dem Papier eigentlich ein interessanter Bond-Bösewicht wäre, eine Screen-Präsenz hatte der Mann als Bond-Bösewicht leider nicht. Und er wirkt deswegen wirklich erschreckend schwach. Ne? Und vielleicht, hier vielleicht wirkt er noch ein bisschen schwächer, weil Jürgens das besser gemacht hat. Vielleicht wirkt Jürgens etwas besser, weil Lonsdale recht blass wirkt. Aber hier muss man es eins zu eins vergleichen. Der Villain, die beiden haben dieselben Motive, nur dass Stromberg aus Der Spion, der mich liebte, da wesentlich überzeugender war als Drax hier. Was bei so einem Remake, wenn man es denn alles ein Stück weit schlechter macht, oder solche Sachen zumindest, ja, was dann noch schwerer ins Gewicht fällt. Lewis Childs, die letztes beim Spion, der mich liebte, schon die Amasova spielen sollte, soweit ich das weiß, spielt jetzt hier Dr. Holly Goodhead, angeblich NASA, von der NASA, aber eigentlich auch eine CIA-Agentin. Hier haben wir dasselbe, das Bond-Girl ist wieder eine Agentin von, diesmal nicht einem verfeindeten Geheimdienst, aber von einem anderen Geheimdienst. Und die müssen, obwohl sie eigentlich erstmal das für ihre Geheimdienste klären wollen, müssen sie dann zusammenarbeiten. Und Charles
ähnlich wie Barbara Bach eine attraktive Frau. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass sie das schlechter macht. Der Charakter ist recht ähnlich in einiger Hinsicht. Geben sich beide nicht viel. Also das Bond-Girl hier definitiv gut. Aber okay. Ja, und dann ganz kritisch für mich Richard Kiel als Beißer. Dass Beißer zurückkehrt, finde ich cool. Geht gleich in der Opening-Sequence los. Übrigens spektakulärer Stunt, ein bisschen in der Luft, der Kampf. Ja, aber Beißer... An sich hat er immer noch die bedrohliche Präsenz. Aber er verkommt hier stückweise ein bisschen zum Comedy-Act. Es wird schon ein bisschen seine Missgeschicke und ja, wie dass er Bond immer verfolgt, jetzt halt für Drax arbeitet. Ich meine, die Motive des Schurken sind dieselben geblieben. Da kann Beißer ja, sich mit identifizieren anscheinend. Er wirkt hier ein bisschen wie ein Comic Relief. Man hat die Figur wiedergebracht, weil sie so populär war. Ist in Ordnung. Dass man er wirklich dann an vieler Hinsicht so ein bisschen Pech hat immer und dass das ein bisschen ulkig dargestellt wird, schadet meiner Ansicht nach der Figur so ein bisschen, weil er halt nicht ganz so unaufhaltbar und zerstörerisch wirkt wie in der Spion, der mich liebte. Was das Ganze nicht besser macht, ist, dass er dann hier einen ja, Love Interest kriegt, also nach dem Kampf auf den Gondeln, Gondeln auf den Seilzügen, in Rio, ja, er kracht an die Wand rein, kommt, kann das Rad nicht weiter wegschieben. Das eine Mädel hilft ihm, er grinst sie an, sie grinst ihn an. Die gehen Hand in Hand weg und sind dann am Ende natürlich auf der Space Station auch zusammen, ein Pärchen. Schön für ihn, das zieht es aber ein bisschen ins Klamaukige für mich. Deswegen auch hier Beißer, so cool ich den als Henchman finde, leidet hier ein bisschen, ist eher wirklich Comic Relief und man wollte... wahrscheinlich ähnlich machen, dass wie zwischen Live and Let Die und der Mann mit dem goldenen Colt, dass der Sheriff wieder auftaucht, der Sheriff Pepper. Es geht ein bisschen nach hinten los für mich. Der andere Henchman von Drax, ich denke mal, das ist Chang. Ja, ist auch relativ erfolglos, Bond zu töten, sonst... Er sagt nicht unendlich viel, er scheitert auch ziemlich kläglich. Ganz im Ernst, im Nachhinein, wenn man Leute, ohne dass sie den Film gerade gesehen haben, fragen würde, wer war der Henchman von Drax, dann würden sie sagen, Beißer. An den anderen erinnert sich kein Schwanz. Hat auch seinen Grund, recht ja, zu vergessen. Klingt ja alles wirklich wie ein lauwarmes Remake. Was man dem Film definitiv lassen muss, die exotischen... Locations. Rio ist recht wirklich cool. Jetzt muss ich überlegen, was haben wir? Wir haben Rio auf jeden Fall. Wir haben natürlich den Weltraum. Dazu aber gleich mehr. Ja, auch wirklich Dschungelgebiete und so weiter und so fort. Venedig. Das macht was her. Das macht was her. Da hat der Film auch meiner Ansicht nach noch ein Stück weit die Nase vorn vor der Spion, der mich liebte bei den Locations. Aber gut. Kommen wir zu diesem entscheidenden Punkt. Sonst, versteht mich nicht falsch, Moonraker ist ein unterhaltsamer Film. Man kann diese etwas knapp über 2 Stunden wunderbar weggucken. Man ist gut unterhalten. Was mich jetzt aber ein bisschen stört, ist denn dieser Weltraumkram am Ende. Die Unterwasserfestung, kann man jetzt sagen, was man möchte, ob das realistisch ist oder nicht. Die Weltraumstation... sagen wir es mal so, guckt man sich das Erscheinungsjahr 1979 an und guckt sich an, wann der letzte Bond davor rauskam, nämlich 77. Man merkt, 77 Star Wars hat auch keiner dran geglaubt und dass das so einschlägt, hätte keiner gedacht. 2 Jahre später war wohl ziemlich klar, Baby, wir müssen hier auf Star Wars Zug mit aufspringen, wie schon bei Live and Let Die mit Blaxploitation. Eine Weltraumschlacht am Ende in einem Bond-Film. Gerade in den 70ern. Es geht hier gar nicht mehr um die Effekte, dass die heutzutage ein bisschen altertümlich wirken, ist gar nicht das Problem. Es ist, dass das Ganze einfach nicht reinpasst. Es wirkt wirklich ja, trashig. Und dass Bond manchmal so einen leichten Trash-Anflug hat, gerade wenn man sich die Bösewichte mit ihren so großen Ambitionen und Weltherrschaftsplänen anguckt, das lässt sich nicht vermeiden.
so drin zu schwelgen, aber das dann auch noch halbwegs ernst zu meinen, denn egal wie locker die Sprüche von Moore sind, die passen hier auch wieder wunderbar, die lockere Art von Moore, das rettet das Ganze hier noch ein bisschen. Wäre das ein ernsterer Connery-Bond gewesen, dann wäre das Ende noch schlimmer, schwerer ins Gewicht gefallen. Also, aber es ist noch ein bisschen zwischen diesem locker humorvollen und Baby Space Opera. Bond ist keine Space Opera. Und dann am Ende da schöne Schlacht mit Lasern auf einer Space Station. Und im All. Ja, es ist gar nicht mal so beschissen gemacht. Es passt einfach von der Art überhaupt nicht rein. Das ist auch mein Hauptproblem mit Moonraker. Weshalb auch Moonraker für mich von den klassischen Bonds, ich sag mal der Pre-Brosnan-Ära, so ziemlich mit einer der Schwächsten ist, wenn nicht gar der Schwächste. Einfach weil er den enormen Trash-Faktor hat. Er die Figur von Beißer so ein bisschen ins Klamaukige zieht. Das ist das. Das ist halt das Schlimme an diesem Film. Eigentlich läuft alles ganz rund. Der Bösewicht ist ein bisschen blass. Der Henchman, der eine ist zu vergessen, der andere ist eine Klamauk-Figur. Aber das Bond-Girl ist gut. Der Opening-Sequence ist gut. Das Title-Theme ist gut. Bond-Girl hatte ich, glaube ich, schon. Ist auch wirklich gut. Und auch die Stunts und die Action sind wirklich gut. Da schlägt der Film Der Spion, der mich liebt, darauf. Wir haben eine Bootsverfolgungsjagd. Hier auch cool das Boot mit den Gadgets, ne? Minen, Raketen, Torpedos, alles Mögliche drin. Und zack, bumm, sogar ein Paraglider, falls man mal einen Wasserfall runterfahren muss. Der Kampf auf den Gondeln, sicherlich nicht unendlich spektakulär aus heutiger Sicht, aber vom Stunt her macht es was her. Das passt eigentlich alles. Es ist an sich ein runder Bond-Film, der ein bisschen unter der klamaukigen Ader leidet und von dem, unter dem Trash am Ende und halt wirklich unter diesem blassen Superschurken. Und deswegen, also definitiv kein schlechter Film, aber bis dahin definitiv meiner Ansicht nach der schwächste Bond, auch wenn Moonraker wahrscheinlich einer der größten Klassiker der Filmreihe ist. Naja, ich hoffe, das Review hat euch gefallen und ja, wenn ihr es mochtet, liked es, teilt das Video, abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr mehr von solchen Reviews sehen wollt. Und ja, ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr in die anderen Videos und Reviews reinschaut und vielleicht auch das nächste Mal wieder dabei seid. Also, bis denn dann.